Einige Schließungen und Pausen stehen uns bevor. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video, was wahrscheinlich viele von euch nicht so erfreuen wird, aber dennoch sehr hilfreich ist für eure Trips in den nächsten Wochen und Monaten. Denn in diesem Video sprechen wir über Showpausen, Attraktionsschließungen, also ne, Renovierung, Poolschließungen und ich glaube, das war es an Schließungen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Und es gibt auch Shows, die leider für immer zu Ende gehen werden. Ja, jede Show ist auch irgendwann mal vorbei. Darüber reden wir in diesem Video. Ich habe ja die letzten News-Videos so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe erstmal über die Christmas-Season gesprochen, dann nochmal ein Update über die Halloween-Season. Und jetzt reden wir halt über die Schließungen, damit die Videos nicht allzu lang werden und euch nur die Videos, anschauen möchtet, die euch auch wirklich interessieren. Ja, wie gesagt, in diesem Video über Schließungen und Pausen. Ich habe es auch schon in den letzten Videos erwähnt, aber ich möchte es auch nochmal in diesem Video erwähnen, damit auch jeder es mitbekommt. Ich habe endlich ein Datum für die Kabel 1 Doku. Und zwar, weil so viele gefragt haben immer, wann kommt die denn? Ja, am 11. Oktober 2024 um 17.29 Uhr kommt der erste Teil der Doku mit Semi Hassin. Das haben wir ja im Juli aufgenommen. Da war ich ja 3 Tage im Disneyland mit Kabel 1, der Produktion für Kabel 1, Abenteuerleben täglich. Und ja, der erste Teil wird 18 Minuten lang sein, mit einer Pause zwischendrin. Also ich freue mich so unglaublich. Also bin so aufgeregt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, das zu sehen. Auf jeden Fall schön rot im Kalender einstreichen und ich poste es auch regelmäßig noch in der Story, dass es ja jeder mitbekommt, keiner verpasst. Ich glaube, es wird auch noch online verfügbar sein für eine gewisse Zeit, aber ne, ich weiß, viele von euch haben mich gefragt, wann kommt denn jetzt diese Doku und ich habe auch immer darauf gewartet und ja, jetzt gab es die Neuigkeiten, also ne, 11. Oktober 17.29 Uhr auf Kabel 1 während Abenteuer leben täglich. So. Kommen wir zu den wichtigen Dingen hier im Video. Erstmal, wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich über ein Abo freuen und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keins der zukünftigen Videos, die hier auf meinem YouTube-Kanal kommen. Sind es Disneyland Paris-Videos in den nächsten Wochen und Monaten? Ich bin so oft im Disneyland, also ich bringe euch so viel Content mit. Ich werde aber auch in den Park Asterix besuchen. Während der Halloween-Season. Ich werde in den Efteling fahren am Anfang November und wahrscheinlich auch noch in den Europapark während der Christmas-Season. Also einiges geplant bis zum Ende des Jahres. Ende des Jahres geht es noch mit meinem Schatzi in den Urlaub und zwar nach Thailand. Da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Also hier wird es euch nicht langweilig. So, wir starten mit den Shows. Es gibt erstmal 2 Shows, die erstmal komplett pausiert sind bis nächstes Jahr. Einmal die Dream Factory, die Disney Junior Dream Factory, die ist ja aktuell schon seit einigen Wochen jetzt schon pausiert. Erstmal gab es das Gerücht, dass sie komplett aufhört, aber das wurde dann von Disneyland Paris wieder rufen. Sie kommt nächstes Jahr irgendwann wieder. Wann? Man weiß es nicht. Was aber gesagt wurde, was ich jetzt aber irgendwie noch nicht in den... Also ich habe ja auch das News-Video zur Christmas-Season hochgeladen. Eigentlich wurde gesagt, dass irgendwas Neues zur Christmas-Season mit Minnie in diese Halle kommt. Da wurde jetzt auch nichts bekannt gegeben. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber Disney Dream Factory kommt nächstes Jahr erst zurück. Genauso wie Alice and the Queen of Hearts, was auch in den Walt Disney Studios lief. Kommt irgendwann Sommer, Frühjahr oder Sommer 2025 wieder zurück. Ist halt so eine Freiluft-Bühnenshow. Also ne, die Bühne ist ja im Freien, die Sitze sind im Freien. Jetzt wird es kühler und die Leute müssen dann auf kalten Bänken sitzen und auch für die BMX-Räder und so wird es gefährlich, wenn es regnet oder wenn es schneien würde und Eis und so. Ist verständlich. Also Alice Show kommt auch nächstes Jahr wieder zurück. Ist auch schon jetzt in der großen Pause. Dann gibt es ein Ende. Wir müssen uns von einer Show leider verabschieden. Eigentlich von 2 Shows jetzt.
Einmal von der Electrical Sky Parade, Disney's Electrical Sky Parade, der Drohnenshow. Die endet nämlich am 6. Januar 2025. Die wurde jetzt ausgezeichnet, ich weiß nicht, wie genau der Auszeichnungstitel ist, auf jeden Fall wurde sie gerade ausgezeichnet vor kurzem. Und das kann ich nur bestätigen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut es euch noch bis zum 6. Januar 2025 an. Jetzt während Halloween mit einer Halloween-Edition und während Weihnachten mit einer Weihnachts-Edition. Also eine mega schöne Drohnenshow, weckt alte Erinnerungen zu Disney's Electrical Parade von früher, habe ich nie gesehen live, aber mega schön. Wie gesagt, 6. Januar 2025 endet Disney's Electrical Sky Parade und am 9. Januar 2025 endet Disney Illuminations, das Feuerwerk. Denn am 10. Januar 2025 startet die neue Abendshow, die noch keinen Namen hat, also zum aktuellen Stand. Und die wird Drohnen und Feuerwerk beinhalten. Deswegen wird es keine Drohnenshow und dann Feuerwerk geben, sondern es wird jetzt eine große Show mit Feuerwerk und Drohnen geben ab 10. Januar 2025. Also wir müssen leider uns bei alten Sachen verabschieden und können uns über neue Sachen freuen. Eine andere Show, die auch jetzt endet, zum 30. September geendet hat, ist Million Splashes of Color. Und die wird auch nicht wieder zurückkommen. Disneyland Paris wird diese Show nächstes Jahr nicht wieder zurückbringen. Und viele haben mich gefragt, warum. Ich bin jetzt nicht im Disneyland Paris Management oder im Showmanagement und kann sagen, warum das der Fall ist. Ich weiß, dass die Show mir inkludiert nicht viele Fans hatte. Ich habe sie mir schon angeschaut. Es war okay, aber ist jetzt nicht so wie... Viele vergleichen es immer noch mit Dream and Shine Brighter, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber das Konzept ist halt so ähnlich. Und nach Dream and Shine Brighter dann so eine ähnliche Show wieder zu bringen. Naja, auf jeden Fall kommt sie nächstes Jahr nicht zurück. Ob was Neues kommt, wann was Neues kommt, weiß ich nicht. Da hat Disneyland Paris sich noch nicht so geäußert. Ich denke schon, dass es noch was Neues geben wird nächstes Jahr. Ich vermute wieder so, vielleicht im März wird dann vielleicht noch eine neue Show, aber es ist jetzt meine Spekulation, ne? Also vielleicht wird da im März vielleicht schon was kommen, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Also, goodbye, Million Splashes of Color. War eine kurze Season für die Show. Einerseits schade, dass es nur so kurz lief, aber es hat halt nicht viele begeistert. Ist halt so. Ihr könnt mir gerne unten die Kommentare schreiben, ob euch die Show begeistert hat, gefallen hat. Es gibt immer diejenigen, denen es gefällt und diejenigen, denen es halt nicht gefällt. So, dann kommen wir zur Disney Stars on Parade. Läuft während der Halloween-Season um 11.30 Uhr. Und während der Christmas-Season läuft die Parade gar nicht. Also, aber da müsst ihr euch das Christmas-Video mal anschauen, das News-Video. Da laufen so viele andere Millionen Shows, da ist kein Platz mehr für Disney Stars und Parade, was auch nicht so schlimm ist. Also, ich glaube, nach dem 16. November haben wir 6 Shows, die ihr euch anschauen könnt während des Tags und die auch vielleicht mehrmals laufen. Also, ihr seid gecovert mit Shows während der Christmas-Season. Aber nur zur Info, Disney Stars und Parade läuft während der Christmas-Season nicht. Ab 7. Januar 2025 kommt Disney Stars on Parade wieder zurück. Dann Together macht auch eine Pause. Together, a Pixar Musical Adventure. Und zwar vom 4. bis zum 13. Dezember 2025. Dann Frozen, a Musical Invitation. Macht eine sehr lange Pause. Wahrscheinlich auch wegen den Umbauten in den Walt Disney Studios. Vom 4. November 2024 bis 14. Februar 2025. Also fast 4 Monate wird die Show geschlossen sein. Und Lion King macht aktuell schon eine Pause und kommt zurück wieder am 1. November 2024. Ja, so viel zu den Shows. Aber ich habe auch noch eine Neuigkeit zu einer anderen neuen Show. Wenn wir schon hier über Schließungen reden und so negativ, wir können ja auch noch mal sagen, was Neues kommt. Ich habe ja schon das Feuerwerk mit der Drohnenshow erwähnt ab 10. Januar. Ab 23. November 2024 kommt die neue Marvel Scarlet Doctor Strange Show. Es wird nicht gesagt, ob es eine Drohnenshow ist, aber ich denke mal schon so ein bisschen, wenn ich so an die alten Marvel Shows in den Studios denke.
wird das bestimmt so was Ähnliches werden. Aber dazu haben wir noch keine Infos. So ein bisschen Feuerwerk, ein bisschen Drohnen, Projektionen und so. Mega cool. Also ab 23. November 2024 dann die neue Marvel-Show in den Studios mit Scarlet Witch und Doctor Strange. Und die läuft bis 29. März 2025. Also wenn ihr Marvel-Fans seid, plant euren Trip in diesen Zeitraum. Kommen wir zu den Pools. Wenn ihr in einem Disneyland-Hotel oder einem Disney-Hotel übernachtet, einige Hotels haben ja auch einen Pool. Und vielleicht möchtet ihr den Pool ja auch nutzen. Ich muss sagen, ich habe bisher auf den Disneyland-Hotel-Pool habe ich bisher noch keinen Pool benutzt, weil ich keine Zeit hatte. Aber vielleicht ist es ja auch, also ne, betrifft es euren Ausflug oder euren Trip. Und deswegen möchte ich es hier auf jeden Fall erwähnen. Die Davy Crockett Ranch, der Pool in der Davy Crockett Ranch, wird vom 18. bis zum 29. November 2024 renoviert. Dann die Sequoia Lodge, der Pool in der Sequoia Lodge vom 3. bis zum 14. März 2025. Der Pool im Hotel New York, die Art of Marvel, vom 17. bis zum 28. März 2025. Und das Disneyland Hotel oder der Disneyland Hotel Pool, der Pool im Disneyland Hotel, vom 16. bis zum 17. Januar 2025. So, das waren jetzt die Shows, die Pools. Und jetzt reden wir noch über die Attraktionen. Da wir ja noch Oktober haben, reden wir erstmal über die Oktoberschließungen. Und zwar Indiana Jones wird geschlossen sein vom 16. September bis zum 11. Oktober. Also hat aktuell noch geschlossen. Dann der Drache im Schloss, der macht wieder einen kleinen Urlaub, der macht einen Kurztrip. Vom 7. bis zum 11. Oktober macht er kurz, besucht er seine Familie in Drachenland. Und das Frontierland, der Playground, also der Spielplatz im Frontierland, macht eine Pause vom 14. bis zum 18. Oktober. Gehen wir mal in den November. Und zwar die Main Street Station, also da, wo der Zug anhält, die Railroad. Wahrscheinlich wird auch dann die Railroad nicht fahren, das weiß ich jetzt nicht. Vom 4. bis zum 8. November. Und dann Space Mountain am 4. und 5. November. Dann Snow White, die Attraktion im Fantasyland vom 4. November bis zum 15. November. Und der Princess Pavillon vom 18. bis zum 22. November. Während der Zeit, also so ist es eigentlich bisher immer, kann man dann die Prinzessinnen draußen an der alten Mühle treffen. Also keine Panik, ne? Fans von Prinzessinnen. Ihr könnt dann wahrscheinlich die Prinzessin wieder draußen an der alten Mühle treffen. Und Phantom Manor macht eine Pause vom 18. bis zum 29. November. Und darauf haben alle gewartet. Wir haben ein Reopening. Die Flying Carpets machen wieder auf. Und zwar am 6. November 2024. Wuhu! Darauf haben doch alle gewartet, oder? Die Flying Carpets in den Walt Disney Studios. Haben wir sie alle vermisst, oder? Also ich nicht. Ich dachte doch eher, dass sie da mal was anderes hinbauen, wegen diesem ganzen Pixar-Thema. Ich finde, das ist eine der Attraktionen, die überhaupt nicht in einen Themenbereich passt. Es sind die Flying Carpets. Wenn man schon so eine Umthematisierung macht mit Pixar und den ganzen, ne, mit Crush und da Cars und dann da Toy Story und die ganzen Bildern und so weiter, dann hätte man noch die Flying Carpets auch um. Lass doch die Attraktion, aber thematisiert sie doch um. Naja, so viel dazu. Aber auf jeden Fall für die Flying Carpet Fans, Aladdin Fans da draußen, am 6. November macht die Attraktion wieder auf in den Walt Disney Studios. Ja, das war's. Das waren die Schließungen, die Pausen, die Pool-Renovierungspausen. Ja, ich weiß nicht, ich bin heute sehr gut gelaunt. Das merkt man vielleicht auch. Es ist eine schöne Woche. Es ist eine tolle Woche, es ist eine Disneyland-Paris-Woche, es kann nicht schöner sein. Ich weiß eigentlich, wann Kabel 1 ausgestrahlt wird. Ich bin einfach happy. Happier kann ich aktuell nicht sein. Ja, es läuft alles. Es läuft. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Das war aus dem Disneyland-Paris. Thank you.
Thank you.